kein Ricky gewünscht. Leute, der drückt sich vor dem Shenmue-Finale. Kann man sich das vorstellen? Rikis Ding ging zwar gestern dann kurz wieder, aber tatsächlich hat sich herausgestellt, das lag dann doch wohl nicht daran. Es muss wohl doch irgendwie an Vodafone liegen oder so. Nichts Genaues weiß man nicht am Ende des Tages, aber naja, machen wir das Beste draus, ne? Und ich meine, brauchen wir Ricky tatsächlich hierfür? Nein, brauchen wir nicht. Ich übernehme den Kanal heute halt einmal einen Tag, vielleicht auch zwei. Schauen wir mal. Einzel-Let's Plays, yay! Das ist ja genau das, worauf ich Bock habe, ne? Heiligabend! An Heiligabend spielen wir das Spiel durch. Nee. An Heiligabend kannst du nicht gehen, Rio. Das funktioniert nicht. So, habe Terry besiegt, aber Landi ist nach Hongkong zurück. Naja, gut. Leute, dann gönnen wir uns das hier mal entspannt. Vor allen Dingen können wir uns auch entspannt gönnen. Hier, it's for you. From Ine-san and it's not much, but from me. Oh. Fuchsa. Take care. And come back in one piece. Das ist ja mega mit der Sequenz. Vor allen Dingen, dass es da auch schneit an Heiligabend. Wie geil ist das denn? Also ich finde es gerade viel zu schön. Und die Mucke. Wie gut ist denn die Mucke? Wusstest du eigentlich, dass ich Morbus Crohn habe? Das passt auch super zu dieser Mucke, ne? Weil ich habe Morbus Crohn. Das ist schwer drüber zu reden, aber... Krank! Geil! Oh, Inisa! Och, Mann! Oh, nein! Guck mal, sie betet nochmal zu Gott, dass uns nichts passiert. Oh, ist alles viel zu traurig. Dann schaffe ich nicht. Leute, ich schaffe das nicht. Oh, ist das traurig. Da wird wieder die Faust geballt. Ich liebe diese Sequenz. Das erinnert mich an dieses Meme mit Homer Simpson. Ne? Da gibt es auch eins, aber ja. Jetzt will ich die Stimmung ja hier gar nicht entkräften. Ist gar nicht mein Ziel. Jetzt sehen wir nochmal Dobu Ita so ein bisschen mit Kamerafahrten, während Ryu da so durchläuft. Ist doch viel zu... Leute, ist doch einfach geil. Und jetzt mal immer im Ernst. Und ihr müsst euch auch immer wieder wirklich vor Augen führen, dass das eine Zeit war, wo andere Leute haben halt immer noch Mario 64 oder Ocarina of Time oder, wie gesagt, das ist das gleiche Jahr wie Smash Bros. Das so rauskam oder vor PS1 noch schlimmere Grafik. Und ich sag auch, wie es ist, auf einem SD-Fernseher damals, würde ich auch immer noch sagen, das sieht da noch besser aus als jetzt diese HD-Version hier. Es hatte noch mehr Stil. Und vor allem, es gab ja sowas auch noch nie, ne? Dass so eine echte Welt da simuliert wurde und so. Das war absolut gigantisch. Und ich find's auch heute noch beeindruckend, ne? Mag sein, dass es die Nostalgiebrille ein bisschen ist. Ja, okay. Aber keine Ahnung. Also irgendwie dieses Spiel... Das hat alles, ne? Es hatte doch alles. Es hatte Arcade-Spiele da so mit drin, wie geil war das? Das gab's vorher noch nie. Dass man selber gearbeitet hat, okay, ne? Hasse ich in allen Spielen eigentlich, aber das Shenmue-Arbeit macht ja irgendwie. Macht sogar, wenn man es selber spielt, macht sogar ein bisschen Spaß. Ach, und so viele verschiedene Dinge, ne? Das Kampfsystem, die QTEs waren da das erste Mal. Wie gesagt, ich mag das auch noch bis heute, wenn man in der Sequenz mal einen Knopf drücken muss. Finde das eigentlich ganz nett. Dass alle Leute synchronisiert waren, das gab es vorher auch noch nie. Gab es danach auch lange Zeit nie wieder, seien wir auch mal ehrlich, ne? Yakuza-Serie, gut, da kann man dann halt auch mit viel mehr Leuten reden und es gibt viel mehr Text, aber da ist dann auch oftmals einfach nur Textboxen. Das hast du hier in Shenmue nicht. Und ach, Leute, alles, ja, Wahnsinn.
Your foolishness knows no bounds, eh? Thank you for arranging my trip to Hong Kong. Thanks to you, the Longjaw was thwarted. It was the least I could do. Thank you very much. You're too reckless. It worries me, so I'm going with you. What do you mean? I cannot allow you to go alone. Besides, we also need to know what Lan Di is doing. That's the gist of it. The diving swallow style should be useful on your journey. What? A style from the Hebei province in use since the Song Dynasty. I will teach you its most sacred move, the swallow flip. Huixiang. Yes. You utilize your opponent's attack to flip them. First, I will explain the basic form. Watch closely. You take one step backwards to parry the opponent's attack. Then focus power in your arms to throw your opponent off balance. Immediately kick their legs out and flip. In actual combat, you'd strike here. The throw alone won't incapacitate your opponent. First, try to execute the proper form. Shift your weight while taking one step back. Lernen wir auf letzten Meter nochmal einen Move, ne? Aber so, es macht you've insofern the form. Next, ja. As you drop, ich verrate hier nichts, ne? Arms to throw your opponent off balance. Well then, give it a try. There's no power in your arms. Ja, ich weiß nicht genau, was du von mir willst. Werden wir jetzt... There's no power hätten, in your arms. Hätten wir jetzt die Dreamcast-Version, oder meint er das? Dann wüsste ich... There's no power in your arms. Ja, das ist schön. Ich weiß nicht genau, was There's du von mir no willst. Ich muss arms. Wissen... Ja, was heißt denn das jetzt für mich? There's no power in your arms. Schritt zurückschlagen. Ja, und dann? There's no power in your arms. Ey Leute, ich glaube, ich muss das nachgucken, weil auf der VMU würde jetzt angezeigt werden, welche Tasten ich zu drücken habe und wie. Hier aber nicht. There's no power in your arms. There's no power in your arms. I know what I'm teaching you is very difficult. Do you wish me to explain it again? Ich denke, das wird mir nichts bringen. Ablehnen. No, I'm fine. Very well. Carry on then. Okay, Leute, ich gucke eine Komplettlösung. Okay, ich habe was nachgeguckt. Also ich soll rückwärts und X drücken. Ah. Yes, that is correct. Gleichzeitig. Keep your opponent's legs out and flip. Well then, give it a try. Und dann A. Yes, that's the proper form. Kuma. But to truly master the swallow flip, you must be able to anticipate your opponent's attack. Guijang, spar. What? Practice is required to master the attack quickly. You must attack him in earnest. I will. Begin. Easy. Wenn man weiß, wie man es drücken soll, ist es leicht, ne? Ist aber einfach zu erahnen, dann vielleicht nicht. It seems you've learned the attack. Yes. This technique works best when you can anticipate your opponent's attack. Do you wish to practice further to master the timing of the attack? Bruder, ich hab es doch. Hast du gesehen, wie ich es gemastert habe? Bist du blind?
Yes, please. Very well. Gui Zhang. Yes. Hä? Hab ich. Hab leider scheinbar den falschen Knopf gedrückt. So dreimal hintereinander. Viermal hintereinander, reicht das? It seems you've learned the attack. Ich denke auch. Yes. This technique works best when you can anticipate your opponent's attack. Do you wish to practice further to master the timing of the attack? So, diesmal gucke ich genau hin, was ich da mache. Ich hab wahrscheinlich will ich fortfahren. Ja, hab wahrscheinlich irgendwie Kopfweh gerade gehabt. Very well. Then there is nothing more that I can do. I am in your debt. You're going? Yes. Nein. Look out. Kusan, behind you. Aua. Geht das wirklich? Ich glaube, das geht nicht, Leute, oder? You're not going to Hong Kong because the great Chai will defeat you. Diesmal nicht, Mann. Ich will den Schwalbenwurf natürlich machen. Aber, ich weiß, damals habe ich den auch nie benutzt, weil es fucking unmöglich ist. In so einem Kampf, gefühlt. Ah, wobei. Das Problem, dass ich gerade sehe, ist, dass ich jetzt schon ziemlich viel Energie verloren habe, ne? Also ich will nicht der Typ sein, der es ausspricht, aber ja. Gut, das war der erste Versuch. Man muss jetzt auch mal sagen, es ist der Endkampf, ne? Es ist schließlich der fucking Endkampf. Und ich spiele das Spiel ja nun jetzt auch nicht täglich, ne? Das ist auch ein paar Jährchen her, also. Look out. Ist auch nicht gedacht, dass du den sofort first tryst. Punkt. Lass mich in Ruhe. You're not going to Hong Kong because the great Chai will defeat you. Wir müssen diesmal ein bisschen. Oh, der war doch. Der war doch auch geil. Gute Treffer, sage ich. Gute Treffer. Sehr, sehr gute Treffer. Muss es. Immer das Gefühl, dass so Tritte mit dem Bein am besten wirken, ne? So, vielleicht ein bisschen. Bisschen weglaufen für Energie. Ach. Digga, er ist halt so schwer, ne? Er ist halt so schwer. Scheiße. Digga, der ist echt. Also der ist heavy. Der ist heavy, Leute. Ich schwöre bei Gott. Das darf halt nicht passieren eigentlich, ne? Das darf halt eigentlich nicht passieren. Wichtig. Trio! Weg, Trio, Rio! Weg! Scheiße, Mann. Oh, die Fotze, ne? Es ist wirklich. Oh Gott im Himmel. Aber wir laden uns langsam wieder auf. Ja. Und oh Gott, jetzt. Oh, mach doch nicht sowas, Bruder. Mach doch jetzt nicht sowas mit mir.
Renn mal ein bisschen nochmal. Bruder. Ach, Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Richtig und wichtig. Auch richtig und wichtig. Die Frage ist, lädt der eigentlich auch wieder seine Energie auf Dauer? So? Ich denke nicht, ich. Hoffe mal nicht. Ey, komm, lass mal noch jetzt. Mann, alles Banger-Hits. Ja, nicht so. Oh, das hasse ich, ne? Wenn der das... Jetzt hätte ich gerne Ricky hier, der so ein bisschen was erzählt. Ich kann mich hier drauf konzentrieren, auf diesen... Oh Gott, ich bin so krank, ich bin so gut. Scheiße, bin ich gut. What are you doing here? Where's Landy? The Landy Summer is sailing the sea. On a ship bound for Hong Kong. So, Landy's already left for Hong Kong. Der ahnt wahrscheinlich nicht mal, ne? Der ahnt es wahrscheinlich nicht einmal, was sich da abspielt. Wird ihm auch egal sein. Bin ehrlich. Ist das da unser Schiff? Haben wir den so knapp verpasst? Wenn wir uns das damit sagen, oder? Oh, oh, oh. Scheiße. Okay, diesmal bin ich vorbereitet. Fuck. Lass mich raten, man darf keinen Fehler machen. Man darf keinen Fehler machen. Ehre. Runter XX-Kreis. Okay. Merken. About my son. At the moment, I don't know where Zhu Yuanda is. Instead, I will introduce you to someone I know can be trusted. Tao Li Shou, one of Hong Kong's elder masters. The address is in there. Thank you very much.
Nochmal eine schöne Erinnerungsszene mit Nozomi. Oh. Nozomi. Oh, Ryo. I scared you? No, just spooked. You know, it's kind of funny. Funny? See, I was just making a wish for you. And you suddenly appeared. A wish for me? You are going to Hong Kong, aren't you? How did you know? I finally made Fuku-san tell me. You've been so preoccupied lately. Is that so? I won't stop you. I know you well enough to know I can't. Here, take this amulet. I'm hoping it will keep you safe. At least that's what I've been wishing and willing it to do. Nozomi. I'm so glad I was able to give it to you. I've been so busy lately. Getting ready to return to Canada. I... Oh yeah, you're leaving for Canada soon. Wandert hier einfach jeder aus in diesem Spiel? Tom ist weg, Nozomi wandert aus, Ryo haut ja auch ab. Yeah, well, be careful. Okay. Wohin haut ihr ab, Leute? Erzählt's in den Kommentaren, ne? Was wäre denn euer Auswanderland? Mal ein bisschen Aktivität in den Kommentaren anregen. Wünschte ich auch, Nozomi. Ich wünsche es doch auch. Dass hier so ein Live-Simulator wäre und ich würde dich heiraten und dann würde ich am Hafen für immer arbeiten, mein Leben lang, bis er hier irgendwann stirbt. Das wäre toll. Aber stattdessen geht's ab nach Hongkong und das natürlich erst im zweiten Teil. Hier endet das Spiel einfach. Das war auch das erste Mal irgendwie, dass ich ein Spiel hatte, wo ich sagen würde, das hatte gar kein richtiges Ende, ne? Also natürlich ist das in sich jetzt abgeschlossen, aber eigentlich auch überhaupt nicht, ne? Wir haben halt die Mad Angels besiegt, okay, aber abgeschlossen ist ja eigentlich nichts. Und ich weiß noch, dass ich damit auch vielleicht ein bisschen unzufrieden war damals. Aber gut. Jetzt erstmal die brandheißen Informationen, Leute. Die wirklich, wirklich brandheißen Infos. Ich plane, da Rigi jetzt auch nicht dabei ist, kann ich da der schamlos auch bewerben, ohne Probleme. Ich plane Shenmue 2 jetzt in den nächsten Tagen tatsächlich im Stream anzufangen. Also ich werde das im Stream spielen und ich werde das auch hochladen tatsächlich auf meinem Voloyu-Kanal. Um da endlich nach, weiß ich nicht, wahrscheinlich 8 oder 9 Jahren, oder 10 Jahren wahrscheinlich schon, mein Versprechen wahrzumachen und Shenmue 2 auf diesem Kanal zu bringen. Außerdem habe ich auch mega Bock gerade, Shenmue nochmal zu spielen. A young man who has yet to realize his own potential. This potential is a power. That can both destroy him. Boah, hab ich Gänsehaut von der Mucke, ne? His will is realized. Perhaps he will achieve the balance that will mark him a man of courage. The path he must traverse is fraught with adversity and filled with expectations. I await whilst praying for the realization of this destiny predetermined since ancient times. A pitch black night unfolds. With morning star as its only light. And thus, the saga begins. Weil eigentlich geht Shenmue ja jetzt erst los. Ja, das ist auf jeden Fall Phase, Freunde. Und, ich denke... Denke ich denn?
Also nächstes Projekt wäre ja eigentlich jetzt Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, das ich spielen wollen würde. Ich werde aber auf jeden Fall warten, bis Ricky wieder da ist, ne? Sollte der jetzt nicht morgen wieder aufnahmefähig sein, dann würde ich erstmal, weiß ich nicht, irgendwie, ja, gucken wir mal, ne? Komm, vielleicht ich spiele ein bisschen irgendwas online oder so, mal gucken. Bis dahin. Es werden natürlich täglich trotzdem die Videos kommen, es ist ja logisch, ne? Ja, Bewertung des Spiels muss ja noch gemacht werden. Ich würde sagen, ich gebe dem Spiel mal eine solide... ich finde 91% kann man da schon geben, ne? Schon gemütliche 91%. Ich übernehme auch mal Rickys Wertung. Ich denke mal, Ricky hätte gesagt 89. Bin ich mir ziemlich sicher, dass Ricky auch so um die 89 tendieren würde. Er hat immer so den Eindruck gemacht, als wenn ihm das schon sehr, sehr gut gefallen würde, was hier passiert. Ja, und wenn ihr Bock habt auf Shenmue 2, ne, seid ihr gerne herzlich eingeladen. Twitch.tv/WolloU oder halt auf youtube.com/WolloU. Würde ich mich freuen, Leute. Und damit verabschiede ich mich auch und danke euch natürlich in meinem Namen vor allen Dingen und auch in Rigis Namen, dass ihr das Projekt mitgemacht habt. Ne? Lief ja gar nicht so schlecht, jetzt mal so verhältnismäßig. Bin da eigentlich sehr, sehr zufrieden mit. Und wir sehen uns gerne in den nächsten Projekten wieder, Leute. Haut rein, bis dann und ciao, tschüss.